Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, eurer Baba Yaga. Heute habe ich ein Video für euch von meiner in Anführungsstrichen Community Treasure Island. Ich habe im Stream zusammen mit der Community einmal die komplette Insel voll bepackt mit Geschenken. Ihr könnt das ja hier sehen, wir haben alles Mögliche vergraben und in Geschenke eingepackt, egal ob Rohstoffe, Sternsplitter, Items, Möbel, Sanrio, Saison-Items, also wirklich die ganze Insel war voll mit Items. Es waren auch überall Zuchtblumen, Bäume, alles, was das Animal Crossing Herz begehrt, was man mitnehmen konnte. Die ganzen Regeln etc. werde ich euch gleich im nächsten Clip erklären. Auf jeden Fall haben wir das hier zusammen als Community zusammengestellt und dann natürlich auch abgefarmt, wie man hier auch schon so ein bisschen sehen kann. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein richtig tolles Event. Also wenn ihr da auch mal dabei sein wollt, schaut sehr gerne auf Twitch vorbei oder auch auf Discord. Da sind ganz viele liebe Menschen, die immer gerne weiterhelfen, wenn ihr irgendwie etwas braucht. Und um das so ein bisschen in Erinnerung zu behalten und euch auf YouTube natürlich auch zu zeigen, was wir auf Twitch eigentlich den ganzen Tag machen, wenn wir da so teilweise 6 oder 8 Stunden Animal Crossing streamen, habt ihr dann hier einmal das Video. Wie gesagt, im nächsten Clip werde ich erklären, wie das alles funktioniert hat. Wenn euch das interessiert, vielleicht auch schon fürs nächste Mal. Und danach werde ich euch noch so 1, 2 Runden zeigen, wie das dann abgelaufen ist, wenn die Leute auf die Insel gekommen sind, um dann die ganzen Geschenke einzusammeln. Danach werde ich dann ein Video hochladen, wie wir dann die Insel abgerissen haben. Auch sehr krass, den Vorher-Nachher-Effekt zu sehen. Und dann wird es auch noch ein Video geben, wo wir dann die ganze Insel voll mit DIYs gepackt haben. Also wirklich, die komplette Insel war voller DIYs. Also falls ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert auch sehr, sehr gerne den Kanal. Das waren auch richtig coole Projekte. Es hat super viel Spaß gemacht. Im Moment bauen wir hier auf meiner Zweitinsel Basil eine Hochzeitsinsel. Also wenn ihr da bei dem Bauprozess dabei sein wollt, dann könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und damit ihr das alles jetzt endlich mal sehen könnt, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ready, go! So Leute, also, hier haben wir einmal die wunderschöne Treasure Island von Babsi Yaga. Es ist wirklich alles, alles voll mit Blumen, mit Bäumen, mit Geschenken, mit eingegrabenen Sachen. Wir haben natürlich auch ein paar Nieten versteckt. Also, es kann natürlich passieren, dass ihr dann irgendwas findet, was jetzt nicht so das Allerbeste ist. Aber das ist natürlich extra so, damit ihr Spaß habt und neugierig sein könnt, was ihr kriegt. Und dass es halt auch ein bisschen spannend ist. Ich habe auch versucht, ein paar Bäume klein zu lassen. Also, ihr habt auch Bäume in verschiedenen Größen, die ihr mitnehmen könnt. Ihr könnt meinetwegen auch gerne die Steine abfarmen, kaputt schlagen. Es ist mir egal. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Alles, was hier liegt, könnt ihr mitnehmen. Alles, was eingegraben ist, könnt ihr ausgraben. Hi, Jenny. Natürlich mal wieder am Crashen. Also ist wirklich die komplette Insel ausgestattet. Alles ist voll. Also es gibt keinen Bereich auf der Insel, wo nicht irgendwas eingegraben ist, wo nicht irgendwie was rumliegt, wo keine Blumen, keine Bäume sind, die ihr mitnehmen könnt. Wie gesagt, ihr kriegt dann... Seid natürlich erstmal mit mir auf der Switch befreundet, dann könnt ihr mir müsst ihr mir eine beste Freundeanfrage schicken, sobald ihr auf meiner Insel seid. Und wenn ich die dann angenommen habe, dann könnt ihr alles ausgraben und alles mitnehmen. Hier die Äste und Pilze, die liegen ja logischerweise random rum, weil die ja jeden Tag spawnen. So, da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Aber wie ihr seht, es ist einfach alles... alles komplett voll. Also nochmal vielen lieben Dank an alle, die was dazu beigesteuert haben. An alle, die, die gestern beim Vergraben und Verpacken mitgeholfen haben. Es war wirklich viel Arbeit, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich finde, das ist richtig nice. Ich mag das irgendwie, wie das aussieht. Am liebsten würde ich eine Inseltour filmen und hochladen. Aber die ist ja eigentlich komplett sinnlos, die Insel. Also die ist jetzt ja nicht irgendwie... ja, super fancy gestaltet oder so. Aber ich meine, ihr könnt sehen, es gibt... Okay, jetzt habt ihr schon gesehen, es gibt auch ein paar Fallen und ich bin jetzt gerade selber reingelaufen. ja, aber gar nicht mal so viele. Ich laufe aber gleich wahrscheinlich nochmal in eine Falle rein. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Genau, ich habe extra auf Sonntag gespult. Also wir haben hier auch Jorna auf der Insel rumlaufen. Das heißt, wenn ihr Bäume ausgraben wollt, kauft ihr bitte bei ihr Rüben. Eva, vielen lieben Dank für 100 Bits, dankeschön. Kauft ihr bitte bei ihr Rüben, die ihr dann könnt ihr direkt 10 Stück essen und könnt dann direkt 10 Bäume einpacken. Das geht schneller, weil ich habe eine Stoppuhr dabei, also ihr habt nachher 3 Minuten Zeit auf der Insel.
Und deswegen, es geht halt schneller, wenn ihr direkt einmal Rüben kauft und dann 10 Stück esst und dann die Bäume mitnehmt. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, wenn ihr Pfirsiche haben wollt oder den Pfirsichbaum, dann nehmt den ganzen Baum mit. Also bitte nicht abschütteln und dann die Früchte einpacken, sondern den ganzen Baum einpacken. Weil dann kommt nachher jemand und will einen normalen Baum haben und nimmt dann den Pfirsichbaum mit, weil da keine Früchte dran sind und derjenige denkt, dass das ein normaler Baum ist. Und das ist halt blöd, finde ich. Deswegen, wenn ihr Früchte haben wollt, wenn ihr Obstbäume haben wollt... Ey, das gibt's nicht! Ich laufe gleich in jede einzelne Falle rein, die ich für euch da hingelegt habe. Und dann... Oh, das ärgert mich jetzt gerade. Mann, ey! Und hi Simon, schön, dass du auch da bist. So, jetzt grabe ich jetzt aber mal wieder eine Falle ein. Egal, ob ihr seht, wo die ist. Das wird eh vergessen, wo die Stelle ist. So. Mann! Immer diese Fails. So. Genau, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, sonst gibt es keine Regeln. Nehmt alles mit. Alles, was nicht wegkommt, wird sowieso weggeschmissen. Und deswegen, einfach alles einpacken, was ihr haben wollt. Lol. Lul. So, das ist halt mehr als Lost. So, Ich muss es einfach, warte mal, ich muss es hinter mir vergraben und dann nicht mehr da langlaufen. Das ist ja, also das ist ja echt peinlich. So, genau, das ist halt wirklich das Wichtigste. Es gibt halt wirklich alles. Es gibt alle möglichen Zuchtblumen und alle möglichen Items und auch Rohstoffe, Sterne, Möbel. Was gibt es denn nicht noch alles? Also wirklich... Von allem habt ihr hier irgendwas, was ihr auf jeden Fall, denke ich, gebrauchen könnt. Und genau, wie gesagt, ihr habt dann nachher 3 Minuten Zeit, um über die Insel zu rennen. Alles einzupacken, alles auszugraben. Und sobald die 3 Minuten um sind, werde ich speichern und beenden und die Insel zumachen. Also ihr werdet gleich hier euch alle zusammen versammeln. Es kommen immer 3 Leute gleichzeitig auf die Insel. Dann kommt ihr hier hin und schickt mir als erstes eine beste Freunde-Anfrage. So. Das müsst ihr als allererstes machen. Dann nehme ich eure beste Freunde-Anfragen an und grab dann den Busch hier auf. Stell mich dann hier hin. Dann mache ich den Timer auf 3 Minuten und gehe dann zur Seite. Und dann könnt ihr einfach loslaufen und alles ausgraben, einstecken, mitnehmen, was ihr wollt. Also, ich überlege gerade, ob man das mit Jorna noch irgendwie ein bisschen besser machen könnte, aber ich kann die leider, glaube ich, nirgendwo jetzt einsperren oder so. Wie gesagt, entweder ihr nehmt schon von euch aus Rüben mit oder Obst und esst das dann vorher schon und kommt dann mit aufgeladener Fruchtenergie auf die Insel. Das würde ich euch empfehlen, um Zeit zu sparen. Also, wenn ihr wisst, ihr seid gleich dran, könnt ihr ja gerne schon mal irgendwie Obst essen, falls ihr irgendwelche Bäume braucht oder Bambus oder was weiß ich. Genau, dann könnt ihr das gerne schon mal essen und mit aufgeladener Fruchtenergie kommen und dann, wie ihr wollt, die Bäume ausgraben, die Steine kaputt hauen, was auch immer ihr wollt. Aber wenn ihr natürlich jetzt nichts dabei habt, ich habe extra, wie gesagt, auf Sonntag gespult, dass Jorna da ist und dass ihr dann bei ihr auf jeden Fall, wie nennt sich das, Rüben kaufen könnt, um dann Fruchtenergie für die Bäume zu haben. Und natürlich das Geile an den Rüben ist, dass man direkt 10 auf einmal essen kann und dann direkt 10 Fruchtenergie hat und nicht jedes Obst alleine essen muss. Aber, ich meine, die Pilze könnt ihr auch essen, für die kriegt man auch Fruchtenergie. Und SpongeBob, danke für dein Follow. Genau, die Pilze könnt ihr auch essen, das bringt auch was. Aber wie gesagt, bitte nicht die Bäume abschütteln. Ihr könnt gerne die Kokosnüsse abschütteln am Strand, falls ihr dann da vorbeikommt und denkt, okay, ich brauche vielleicht doch 1-2 Obst nur. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Die Palmen könnt ihr natürlich auch gerne mitnehmen. Die Strände sind übrigens auch eigentlich frei. Also hier liegt nichts. Also ihr müsst jetzt nicht extra auf die Strände laufen und gucken, ob da irgendwas ist. Das haben wir extra freigelassen, dass dann auch wirklich jeder weiß, gut, hier ist alles auf der Insel verteilt und da kann ich mir dann meinen ganzen Stuff holen. Ey, das gibt's doch nicht. Wie kann ich denn genau immer da drauf laufen? Falls übrigens jemand Fallen übrig hat, könnt ihr mir gerne welche mitbringen. Dann würde ich zwischendurch über die Insel laufen und nochmal ein paar Fallen vergraben. Mann, ey. Ich habe vielleicht 40 Fallen vergraben und 10 davon bin ich schon kaputt gelaufen. Mann. So.
Genau. Also ich hoffe, ich habe das alles jetzt sehr verständlich erklärt. Genau. Ziola und Prani, ne, da haben wir auch schon abgeklärt. Ihr habt ja die Bildschirmübertragung von der Switch. Das heißt, wenn ich den Bildschirm schwarz mache hier, dann könnt ihr gerne den Dodo-Code einmal aufschreiben. Für alle, die dann die Kanalpunkte einlösen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also es ist, ihr könnt das gerne alle einlösen. Wir machen dann Prani und Patrick, macht dann mal bitte bei 10 Leuten erstmal Stopp, dass die Liste nicht unendlich lang wird. Und sobald wir dann die ersten 3 Runden fertig haben, machen wir dann noch einmal auf. Genau. Was ist noch wichtig? Ich mache schon mal einmal hier den Busch zu. Sonst vergesse ich das gleich und dann rennt gleich jemand los. Genau. Ich zeige euch gleich noch einmal meinen Freundescode. Larry hat den ja auch noch mal eben reingepostet. Aber für alle, die das eben nicht gesehen haben, so, dass ihr mir eine Freundesanfrage schicken könnt. Round one. Dann würde ich sagen, ich stelle mich mal ganz kurz hier hin, mach den Dings, den Timer. Und ich würde sagen, dann geht die erste Runde von unserem Treasure Island Event genau jetzt los. Okay, ihr kriegt das jetzt erst in 5 Sekunden wahrscheinlich, als ich das gesagt habe, aber Leute, es geht los. So, dann bin ich mal gespannt. Ja, da ist schon jemand in eine Falle gerannt. Wie geil. Die Arme. So, genau. Wie gesagt, nehmt alles, was ihr wollt. Gönnt euch auf jeden Fall. Übertreibt. Blumen, Bäume, alles ist für euch da. So, ich mach mal hier am Anfang nur das weg. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, Leute, werde ich speichern und beenden. Und dann seid ihr... Dann seid ihr weg vom Fenster. Let's go! Ist so. fände es ganz gut, wenn du vor jeder Runde einmal kurz die Regeln sagen kannst. Sind ja nur wenige für die neuen Zuschauer, die immer dazukommen während des Streams. Ja, genau. Das hatte ich auf jeden Fall vor, dass dann auch wirklich keine Fehler gemacht werden. Also zumindest so wenig, wie es geht. Fehler passieren natürlich immer trotzdem. Benny Hill Theme, sobald alle losrennen. Ich weiß zwar leider nicht, was das ist, aber ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn wir jetzt irgendwie so eine Melodie jetzt hätten, die bei den 3 Minuten läuft. Finde ich irgendwie schade, dass nur die Zeit abläuft und nicht mehr tickt oder sowas. Aber egal. Hauptsache, ihr seht, wie viel Zeit ihr noch habt. Aber ich muss sagen, also so 3 Minuten sind zwar schon eine gute Zeit, aber wie nennt sich das? Gehen auch schnell vorbei. So, das wollte ich sagen. Schau mal nach Benny Hill. Kennst du sicher? Ich schreibe mir das mal auf und gucke mir das mal nach dem Stream an. Ey, nur noch eine Minute. Das geht ja jetzt so mega schnell hier. Oha, ich hab's gesehen. Du hast es wieder vergraben. Oder war die Tasche voll? So, genau. Und, liebe Mods, ihr könnt dann gerne schon mal die nächsten, wenn ich dann die Insel zumache, die nächsten 3 im Chat anpingen. Oder auch flüstern oder keine Ahnung, wie ihr das regeln wollt, ist eure Sache. Aber dann die Leute, die nicht da sind, die nicht reagieren, die werden dann übersprungen und kriegen die Kanalpunkte zurück direkt. Ey, das ist halt echt viel, fällt mir gerade auf, ne? Ich hatte Angst, dass das zu wenig sein wird für mehr als 3 Runden, aber es ist halt doch echt ein bisschen viel. So, Leute. Babsi, der Schiedsrichter, ist so. So, und dann weg mit euch. Und wie gesagt, schreibt sehr, sehr gerne in den Chat, wenn ihr da coole Items dabei hattet, über die ihr euch besonders freut, was so dabei war, damit alle anderen wissen, ob das auch was für sie ist und damit wir uns auch vor allem mit euch zusammen darüber freuen können. Viel Glück allen Teilnehmern, ich muss in den Lurk. Danke für deinen Lurk, Nela. Und danke fürs viel Glück wünschen. So, dann warten wir, genau, 3 Leute sind da. Also, einmal jetzt bitte die beste Freundesanfrage schicken, damit ich euch annehmen kann, damit ihr alles ausgraben könnt. Und für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, Ausrufezeichen Besuch. Wir haben jetzt ein... Event, dass ihr alles auf der Insel mitnehmen könnt, was ihr seht, egal ob Büsche, Bäume, Items, Blumen, alles. Und
Genau, dafür braucht man aber 5000 Kanalpunkte. So. Und die, die jetzt da sind, ihr könnt alles mitnehmen. Bitte die Fruchtbäume, also die Obstbäume, nur komplett ausgraben, nicht abschütteln. Und wenn ihr Sachen ausgrabt und ihr denkt so, okay, das will ich nicht haben, nicht einfach auf den Boden legen. Also entweder trotzdem mitnehmen und vielleicht dann Freunde verschenken oder wieder eingraben, dass die anderen dann halt eine Überraschung haben, weil es geht halt hauptsächlich darum, dass man einfach ein bisschen hier eine Überraschung hat und so ein bisschen schaut, was kriege ich so alles in den 3 Minuten. Ich werde jetzt gleich die Zeit stoppen, sobald ich eure Anfragen angenommen habe und dann nach den 3 Minuten werde ich euch dann runterschmeißen. So. Dann würde ich sagen, einmal die Anfragen annehmen. Genau, nehmt eure Schaufeln in die Hand, macht euch bereit. So. Dann mache ich einmal die Stoppuhr. Und los geht's. Das ist so süß. Ich finde das irgendwie voll cute. So, und ich, kleiner Troll, laufe mal ein bisschen rum und vergrab nochmal ein paar Fallen. Genau, es gibt nämlich ein paar Nieten auch auf der Insel. Nicht sehr viele. Es gibt ein paar Fallen, die euch ein bisschen ärgern sollen. Es soll ja natürlich alles auch noch ein bisschen spannend bleiben. Und es ist aber wirklich sehr, sehr viel cooles Zeug überall. Und ich bin jetzt natürlich selber wieder in der... Ich grab eine Falle ein und falle in die nächste rein. Wenn das mal nicht Karma ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, die Blumen wollte ich jetzt nicht ausgraben. Naja, ist ja egal. So, genau. Ich werde dann jetzt gleich auch Speichern beenden nach der Runde, damit dann die Löcher zu sind. Weil es wäre halt irgendwie blöd, wenn ihr noch die Löcher zumachen müsst. Das würde ja halt voll viel von der Zeit wegnehmen. Aber die nächsten sollen natürlich auch noch Platz haben, um durchzulaufen. So, ich laufe jetzt mal nicht über die ganzen X'e. So. Wo komme ich am besten lang? Wo ist keine Falle? Hilfe! Also ihr könnt, wie gesagt, wirklich einfach alles mitnehmen. Ihr könnt auch die Steine kaputt schlagen, wenn ihr Fruchtenergie habt. Die Bambusbäume mitnehmen. Also gönnt euch auf jeden Fall alles, was ihr seht, was ihr haben wollt. Es ist alles für euch. Extra auch kleine Bäumchen, die ihr einfrieren könnt auf eurer Insel. Alle möglichen Zuchtblumen. Also hier ist wirklich alles, was das Herz begehrt. Du bist so gut, in Fallen zu fallen. Das ist wirklich eins meiner vielen Talente, muss ich sagen. So. So, und wir warten hier mal und in der Zeit lese ich mal den Chat weiter. Ey, das wäre so cool, wenn man irgendwie mit der Kamera einmal hochfliegen könnte, damit man alle so sehen könnte, wie die über die Insel rennen und alles ausgraben und so. Ich müsste eigentlich mir mal Hacken beibringen und das dann machen. Aber nicht mehrmals kommen, oder? Das würde ja sonst unfair gegenüber den anderen sein. Genau, ihr könnt das nur einmal einlösen. Also, das kann jeder nur ein einziges Mal einlösen. Ihr könnt das gar nicht zweimal einlösen heute. Deswegen ist es gar nicht möglich, dass jemand das irgendwie zweimal, dass jemand zweimal kommen kann. Sollten am Ende keine Leute mehr Kanalpunkte haben und die Insel sollte noch voll sein, dann schauen wir mal, was dann passiert. Aber ich denke mal, wir sollten das eigentlich, wenn jeder es schafft, 40 Sachen mitzunehmen oder mit der Leiter und der Schaufel im Inventar zumindest 38, 35 Sachen, dann wird die Insel schon relativ fix leer. Thank you.